Danny van Poppel ist der erste Träger des gelben Trikots der 37. internationalen Thüringen-Rundfahrt. Mit seinen Teamkollegen gewann er das Mannschaftszeitfahren zum Auftakt der Rundfahrt und zeigte, dass wie jedes Jahr auch 2012 mit dem Team Rabobank zu rechnen ist. Wir haben ein starkes Team hier. Es ist ziemlich bergig in den nächsten Tagen, aber wir haben wirklich starke Fahrer hier und schauen, wie es läuft. Der 18-jährige Van Poppel trägt auch das Trikot des besten Nachwuchsfahrers. Er selbst beschreibt sich als sprintstarken Allrounder. Ja, ich habe eine gute Form und werde schauen, wie es in den nächsten Tagen läuft. Ich bin ein echter Allrounder, aber das Sprinten liegt mir wohl am meisten. Und so ein Mannschaftszeitfahren wie heute natürlich auch. Van Poppel ist der Sohn des ehemaligen Tour de France-Etappensiegers Jean-Paul Van Poppel. Seine Familie ist fest mit dem Radsport verbunden. Ja, mein Bruder ist Profi und ich will ihm folgen. Und meinem Vater natürlich auch. Puh, meine Ziele. Ich möchte einmal die Tour de France fahren und natürlich auch an den anderen großen Rennen teilnehmen.